Heute kurz vor der Ausfahrt am Erlaufsee. Das ist der Eingang Kalte Kuchel. Jetzt schaut sich einmal diese wunderbaren Bikes an, Leute. War abzusehen bei so einem wunderschönen Tagel mit Springergabel. Sind eh ziemlich viele Biker da. Boys, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind vom Erlaufsee. Ihr könnt mit dem Ding um nichts langsamer fahren, also mit einem Nackerten. Ah, Paddle! Er fährt echt so gut, dass es unpackbar ist. Ey. Jojo Milk Boys, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Wir sind heute kurz vor der Ausfahrt am Erlaufsee. Die Saison hat wunderbar begonnen. Wir haben letzte Woche, wenn mich nicht alles täuscht, das Video von einer der ersten Gruppenausfahrten und dem Treffen beim Zweirad Bauer AG rausgehauen. Heute zum nächsten Video. Wir werden ein Ausfahrtvideo und ein Vlogvideo vom Erlaufsee machen heute, Freunde. Die nächsten Videos werden auch sicher mal wieder technisch werden. Aber jetzt ist mal Anfang der Saison, jetzt wollen wir mal fahren. Und zur Erinnerung, das 1000 Abonnenten Gewinnspiel, liebe Freunde. Wir schießen in die Höhe, das ist richtig, aber 1000 Abonnenten sind noch nicht geknackt. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr versäumen wollt und um bei dem Gewinnspiel mitzurühren, lasst mir ein Abo da. Dann je früher, je mehr Leute mir ein Abo da lassen, desto früher können wir diesen Helden verlosen, Freunde. Ich will ihn endlich loswerden, also lasst mir ein Abo da. Simpson Motorradhelm, der genau so aussieht, liebe Freunde. Ziemlich geiles Teil. Gut, und wir sehen uns jeden Moment auf der Straße wieder, Freunde. Bis gleich. Sodala, Freunde, Eingang Kalte Kuchel. Wir sind kurz vor dem Eingang Kalte Kuchel, machen hier eine kurze Verschnaufpause. Ein paar Rolling Shots, wie ihr gesehen habt, haben wir gemacht. Es ist für mich noch ein bisschen schwierig momentan, weil ich heute mit Stick filme. Ich wollte das einmal so herum ausprobieren. Während dem Fahren mit dem Stick zu filmen ist nicht immer ganz einfach, aber es funktioniert. Schaut sich einmal diese wunderbaren Bikes an, Leute. Wir fahren jetzt in die Kalte Kuchel rein und da werden wir noch einmal ein paar Rolling Shots schießen und bin schon sehr gespannt. Da sind heute ein Haufen Biker unterwegs, Freunde, schaut sich das an. Wunderbar, wunderbar. Naja, in diesem Sinne, wir sehen uns jeden Moment wieder auf der Straße. So, liebe Freunde, wir sind angekommen in der Kuchel. Sind ja eh ein Haufen Leute da, war abzusehen bei so einem wunderschönen Tagel. Natürlich auch allerhand Polizei unterwegs, war eh klar. Nicht so, dass wir das nicht gewusst haben vorher. Aber schaut sich einmal an, was da für eine Motorradmasse um uns herum steht. Wahnsinn, ha? Naja, wir werden jetzt ein bisschen einkehren, werden uns da was zum Schnabulieren holen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht, Freunde. So, Freunde, bevor wir da jetzt noch weiterfahren, habe ich beschlossen, gehen wir da mal eine Runde und schauen uns an, was für Bikes hier so stehen. Also abgesehen von unseren Harleys,
eh noch ein paar andere Harleys auch, sehe ich da. Sehr hübsch, sehr hübsch. Die gefällt mir sehr gut, die lila nicht, oder? Die Crossbones, kennst du die Crossbones, Leute? Mit Springergabel. Ziemlich geil. Ja, da stehe ich, wie man sieht. Ein grüner Super Duke, habe ich noch nicht gesehen. Witzige Farbe. Ah, Super Duke sehe ich. Ja, normale Duke, aber. Also eine kleinere, aber. Reicht eh. Ja, wirklich ein paar schöne Bikes da. Neue Afrika Twin. Eure Monster, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch nicht hässlich, die Moto Guzzi. Ich finde das so cool, die Einbauform von den Motoren, von den Moto Guzzi, der quer einbaute V-Motor. Ganz anders als bei uns, wenn man sich so anschaut. Okay. Sehr witzig. Das hat auch eine total witzige Verwindung beim Gasgeben dann, weil der ja auf die Seite kippt. Ne? Ist recht witzig. So wie bei der BMW, bei der R18, die den Boxermotor hat. Der kippt auch auf die Seite bei Gasstößen. Ne? Ist recht witzig zum Anschauen. Jesus, was ist das für ein Auspuff? Witzig. Aha, ist das ein Goldwinger neue oder was? Oder eine neuere? Neu wird es nicht sein, ganz neu, aber ich glaube fast. Hä? Brachial, breit, fett, dickes Ding. Aber cool. Bitte, es ist ja unglaublich, wie viele Motorräder da stehen. Schöne Duke 97. Ui, fährt er. Harley. Was haben wir da für ein altes Rennen? Ah ja, alte Ducati. Ich hab's mir fast gedacht, wegen den Auspuffen unterm Sitz. Ah, unter dem Heck. Sehr hübsch. Gefällt mir gut. Die alten Ducati-Rennmaschinen finde ich am geilsten, ehrlich gesagt, von den Rennmaschinen her. Gut, da haben wir noch eine Harley. Noch ein Harley, sehr fein, Street Glide. Naja, bitte, also unglaublich, wie viele Bikes da stehen. Unglaublich, wie viele Bikes da stehen. Für das, dass das heute kein Treffen ist, sondern nur ein bekannter Treffpunkt. Aber ja, heute ist ja kein offizieller Tag für irgendein Treffen oder so. Es ist wirklich nur ein sehr, sehr schöner Sonntag, schlicht und ergreifend. Aber das ist ja ausreichend. Ganz offensichtlich. Gut, Freunde. So, Leute, wir sind wieder fertig umgezogen, sind wieder bei den Bikes und wir sehen uns jetzt jeden Moment auf der Straße wieder. Was für ein Luftfilter. Bis gleich.
Boys, wir sind angekommen. Erlaufsee, Ladies and Gentlemen. Sind eh ziemlich viele Biker da. Also scheint eh auch ein Treffpunkt zu sein. Sag ich jetzt einmal, ich bin jetzt da zum ersten Mal direkt am See. Ich kenne den See zwar, aber ich war noch nicht hier. Wir werden da jetzt einmal, schaut wie schön, Wahnsinns-View. Wir werden da jetzt einmal ein paar Runden machen, werden uns das Ganze jetzt einmal angucken. Cookie Lucky. Und was essen und dann werden wir ein Bike-Check-Video mit Road King machen, weil das haben wir noch nicht. Also, freut euch drauf. Stay tuned. Jo Leute, wir fahren vom Erlaufsee jetzt einmal kurz Richtung Mariazell und Tschüssi See. Und dort werden wir dann ein Bike-Check-Video mit der Road King vom lieben Jan machen. Also bis gleich, Freunde. Jo Milk Boys, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind vom Erlaufsee jetzt zur Soka-Tankstelle gefahren für den Bike-Check. Die Harley-Fahrer unter euch wissen, woran uns das erinnert. Wir, genau wisst ihr, ist die gleiche Tankstelle in Fuck. Und da haben wir natürlich direkt die Verbindung zu Harley-Davidson gesehen und haben uns gedacht, da machen wir den Bike-Check doch direkt bei der Fucker-Tankstelle, auch wenn wir nicht in Fuck sind, sondern eher in Mariazell. Leute, wir stellen heute das Bike vom Jan vor. Eine Road King Baujahr 2023. Ganz genau so ist es. Eine Road King Special, wie er so schön sagt. Wir haben bei diesem Bike noch nicht viel gemacht, aber es ist sicher einiges geplant. Was bereits umgebaut wurde, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind die Trash and Supply Floorboards, was ich sehr, sehr fesch finde. In dem Fall jetzt einstweilen noch ohne den Höherlegerpads, aber ich vermute, die werden früher oder später, spätestens wenn die da einen Kratzer bekommen, kommen die Höherlegerpads dazu. Was haben wir noch? Derweil ist ja noch nicht so viel umgebaut, aber das Bike ist ja original schon wunderschön, muss man sagen. Nicht wahr nicht. Wir gehen einmal eine Runde rundherum. Verbaut ist ein Jekyll and Hyde 2&2. Also die klassische Bäger-Anlage quasi, wenn wir es einmal von hinten uns noch einmal anschauen. Die ganz klassische Bäger-Anlage, ihr kennt es. Aber durchaus wirklich schön. Was jetzt in naher Zukunft, so wie ich das verstanden habe, geplant ist, ist einmal ein CVO-Hack. Ihr wisst es mit den Blinkerzeilen hier, damit wir das einmal ausmerzen können. Und da überlegen wir uns dann natürlich auch, was wir mit der Kennzeichenhalterung machen oder ob das eventuell so in der Richtung bleiben wird. Ja, das wird sich dann herausstellen, ich würde mal sagen, im Zuge der nächsten Arbeiten, beziehungsweise da wird einfach das gemacht, was dann am besten dazu passt. Ebhänger ist geplant, so wie ich das sehe, oder T-Bar, weißt du das schon? Ebhänger ist geplant, alles klar. Vermutlich einmal ein höherer, also wenn das 10 Zoll sind, oder was sind das? Ich glaube 8 oder 10 Zoll, dann werden wir irgendwas zwischen 14 und 16 Zoll stehen bleiben, schätze ich einmal, Freunde. 114er Motor, das ist absolut klar. Was gibt's noch zu sagen, Freunde? Griffe, genau. Da sind, genau, die Griffe sind noch nicht, also sind nicht mehr original, aber das erkennen wir eh, das ist ja Harley-Davidson Zubehör. Dann den Lampenschirm. Extrem schön. Da wird jetzt natürlich noch die große Lichterzeile dazu passen. Ihr wisst, was ich meine. Die Bagger-Lichterzeile bzw. diese Chicano-mäßige würde hier sehr gut dazu passen. Aber wenn man sich das schon mal mit ein bisschen einem höheren Lenker, eventuell mit dem von Thunderbike oder mit diesem dicken Kodlin vorstellt, das macht schon was her. Gefallen tut mir auch, dass die Blinker schon schwarz sind. Das finde ich auch ganz nett. Den Schnauzer finde ich auch ganz nett. Und sonst würde ich einstweilen einmal sagen, meine Freunde, das war's mit dem Bike-Check von dem Gerät soweit einmal. Lasst mich in den Kommentaren wissen, Freunde, was ihr von dem Bike haltet. Lasst mich wissen, ob einer von euch ein Road King-Fahrer ist und was er uns empfehlen würde, beziehungsweise was derjenige eventuell schon umgebaut hat oder noch umbauen möchte. In diesem Sinne, Freunde,
Wir sehen uns gleich wieder auf der Straße. Vorher möchte ich euch aber noch auf das 1000 Abonnenten Gewinnspiel aufmerksam machen, um das noch einmal gesagt zu haben. Lasst mir ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Und damit wir so schnell wie möglich diesen Helm loswerden, Freunde, brauchen wir die 1000 Abonnenten. Also lasst mir ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns jetzt jeden Moment wieder auf der Straße. Sodala. Sodala Milk Boys, wir sind on the road again. Diesmal mit Kamera am Helm montiert. Wir wollten einmal ein paar Flyby-Videos machen, wollten das auch einmal ausprobieren, wie das so ist. Aber jetzt haben wir uns dazu entschieden, oder ich habe mich dazu entschieden, hier noch einmal ein bisschen Fahrt mit zu filmen und auf das Video mit zu bagger. Aufs Video mit bagger. So, bei nächster Gelegenheit werde ich einmal zum Überholmanöver ansetzen. Fahrt echt so gut, dass es unpackbar ist. Ey. Schaut euch das an, wie der schneller ist in der Kurve als ich. Das darf echt nicht wahr sein, oder? Der Typ überholt mich in der Kurve bei... Das ist, und mit was für einer Souveränität, jetzt ganz ehrlich einmal. Also Kurveneingang war es, aber trotzdem, ja, also richtig gut. Aber da warten wir jetzt ein bisschen wieder auf unseren Nachzügler. Scheiß 117er.
hat uns sehr viel Spaß gemacht, dieses Heiterl. Ich glaube, wir werden jetzt noch mal kurz irgendwo ein Päuschen machen und dann die letzte halbe Stunde Richtung heimwärts fahren. Und ich würde sagen, die ganz spannenden Sachen sind jetzt vorbei. Ich werde mich dann wieder zu einem Schlusswort melden. Ich möchte noch einmal auf das 1000 Abonnenten Gewinnspiel aufmerksam machen, Freunde. 1000 Abonnenten. Klicken, klicken, klicken und gewinnen, 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 Freunde. Wir sehen uns gleich beim Schlusswort, Freunde. Yo, Milk Boys, es ist zu Ende. Wir haben den Tag überlebt. Es war eine mega Ausfahrt. Wir waren unterwegs mit dem Jan und mit dem Luki. Und wir hatten einen mega geilen Tag. Erlaufsee, kalte Kuchel, Mariazell, alles, was das Herz begehrt. Einen kurzen Backtrack haben wir mit der Road King gemacht, wo wir in Zukunft die diverse Umbauarbeiten vornehmen werden. Da gibt es dann natürlich eh eigene Videos dazu. Aber in diesem Sinne, Milk Boys, war es ein wunderbares neues Video. Ich möchte noch das 15. Mal an das Gewinnspiel erinnern. 1000 Abonnenten, Freunde, ein Simpson Motorradhelm. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, Milk Boys. Stay tuned und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Freunde.